Hi zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wundert euch bitte nicht wegen dem Chaos hinter mir. Ich muss noch ein Schienenhäuf für euch abdrehen. Ich lege das ja sonst nie aufs Bett ab. Aber ich musste, beziehungsweise ich hatte heute Kundinnen, deswegen, ja. Sieht hier im Hintergrund ein bisschen chaosmäßig aus. Ist aber nicht schlimm. Werden wir auch mal überleben. Leute, ich bin einfach so happy. Aber ich habe es einfach eine halbe Ewigkeit nicht geschafft, mich zurückzumelden. Und zwar ein neues Haar-Update. Ich bin so gespannt, was jetzt hier steht. Ich werde euch so viel erzählen. Ich habe zwischenzeitlich nämlich einen Splitschnitt gemacht und wollte jetzt demnächst mal meine Haare schneiden. Ich habe am 9. Oktober das letzte Mal eingecheckt. Wir haben einfach Ende November, Leute. Wir haben einfach den 25. November. Ich habe das letzte Mal am 9. Oktober eingecheckt. I can't. Ich habe eine Bürste geholt. Ich habe übrigens immer noch Haarausfall, benutze aber immer noch, beziehungsweise habe wieder angefangen, die Haarkapseln von Maniac zu benutzen, weil mir ist letztes Mal meine Kapseln sind mir leer gegangen und da musste ich mir neue bestellen und ich habe mir jetzt neue bestellt. Heißt, ich fange wieder an, Haarkapseln zu nehmen. Ich betreibe immer noch Hair Oiling, zwar super unregelmäßig, aber ich betreibe Hair Oiling, immer vorm Haare waschen. Dann benutze ich immer noch abends das Serum. Ich habe einen Splitschnitt gemacht, überlege aber meine Haare ein Stückchen allgemein zu schneiden, weil ich fast bei meiner Wunschlänge bin. Vielleicht ziehe ich es auch einfach noch ein bisschen durch und mache einfach nochmal einen Splitschnitt. Weil momentan irgendwie, ich habe momentan richtig kaputte und ungesunde Haare. Ich habe auch gerade noch Clip-In-Extensions drin. Mache ich natürlich jetzt raus. Aber ja, das ist halt so, wie ich meine Haare in letzter Zeit trage. Nicht mal mehr diese Locken- oder Föhnfrisur oder so, sondern einfach so glatt. Meine Haare sind immer noch getönt mit der Schwarzkopftönung in Schokobraun. Ich liebe diese Tönung. Einfach beste Tönung for life. Und aua. Ja, ansonsten benutze ich immer noch mein Seidenkissen. Ich benutze Seidenhaargummis, ganz, ganz wichtig. Und ich lasse meine Haare halt immer noch sehr viel in Ruhe. Ich muss sagen, ich habe die letzten Wochen so viel in Ruhe gelassen, dass ich nicht mal mehr wusste, wie lang meine Haare geworden sind. Und dann habe ich vorgestern meine Haare, glaube ich, das erste Mal nach 3 Wochen oder so gemacht. Und ich war so, what the actual fuck, wie lang sind meine Haare geworden? Ja, deswegen, ich genieße das momentan, einfach meine Haare ein bisschen in Ruhe zu lassen, dass die schön wachsen können und ich auf meine Wunschlänge komme. Und ich würde sagen, ich nehme jetzt mit euch meine Extensions raus und dann machen wir den nächsten Strich. Also ich trage ja immer 3 Tressen zur Verdichtung. Eine vorne links, meine 2er-Tresse, Nummer 1. Ich trage übrigens auch momentan Loca Hair Extensions für die Mäuse, die es interessiert. So, 2. Tresse rechts. Und eine kleine 3er-Tresse hinten. That's it. Hier, kleine 3er-Tresse. Und ich würde sagen, ich hole meine Haare mal nach vorne. Das sind meine Haare, Leute. Zwar dünn und fein, wie immer, aber ich habe halt auch Haarausfall, ne? Also, ich muss sagen, dafür, dass ich Haarausfall habe, sehen meine Haare echt gut aus. Ich ziehe jetzt mal ganz kurz mit euch das Shirt an, um den nächsten Strich da drauf zu machen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir gekommen sind in den letzten Wochen. Ist ja jetzt fast zwei Monate her. Nee, anderthalb. So. Ich habe übrigens letztes Mal gesehen, dass ich das ein bisschen falsch gemacht habe. Ich habe nämlich in dem ersten Video meine Haare einfach fallen lassen und dann einen Strich gemacht. Und jetzt seht ihr, dass wir eigentlich genau da sind, wo ich letztes Mal den Strich gemacht habe, weil ich meine Haare letztes Mal wieder gezogen habe. Ich habe die beim ersten Mal nicht gezogen und ich weiß gerade nicht, was ich beibehalten soll. Ich sollte einfach den Strich jetzt so machen und einfach drauf scheißen, weil meine Haare jetzt einfach so lang sind wie der Strich. Und im Endeffekt geht es ja auch darum, euch einfach ein realistisches Update zu geben. Ich weiß nicht, warum ich letztes Mal so reingeschissen habe. Es tut mir auch mega leid. Aber ich hatte noch die anderen Updates im Kopf, wo ich meine Haare mal hinters Ohr gemacht habe, gezogen habe und so weiter. Ja, I don't know. So. Also ich würde sagen, wir machen jetzt einfach da den Strich, wo er auch eigentlich hingehört. Nämlich direkt unter dem, wo wir gerade sind. So. So, ein bisschen ziehen tue ich ja trotzdem immer, dass wir halt sehen, wo wir uns befinden.
Seht ihr das da? Ja. So, perfekt. Ach so, und ihr müsst bedenken, wenn ich das hier hinnehme, ist es ja länger als da. Ne? Also. Das sieht jetzt aus, als sind meine Haare in anderthalb Monaten nur so 3 mm gewachsen. Aber wie gesagt, wir bedenken bitte, dass ich letztes Mal einfach komplett falsch gemessen habe. Und das war halt auch mein Fehler. Jetzt bin ich fast an meiner Wunschlänge angekommen. Es fehlt noch, ja, es fehlt noch exakt das Stückchen. Aber crazy, wenn wir überlegen, wo ich gestartet habe, wo wir jetzt sind. Und dass ich Ende des Jahres, also nächsten Monat haben wir schon Weihnachten, Silvester und den ganzen Kram. Ich bin noch gar nicht ready. Ja, und ich bin mal gespannt, wie es dann wird, ne? Also ich sag euch ehrlich, ich freue mich so krass, wenn meine Haare endlich meine Wunschlänge erreicht haben. Wenn dieses Stückchen noch dazugekommen ist, ich denke nur so Januar, Februar. Und dann werde ich, glaube ich, schneiden. Ich glaube, ich lasse die noch in Ruhe. Also ich werde wahrscheinlich nochmal einen Splitschnitt machen. Ich habe aber wirklich jedes Haar einfach so einen Millimeter abgeschnitten, gerade die, die hier oben waren. Es ist auch besser geworden, aber ich freue mich trotzdem, wenn ich regelmäßig schneiden kann. Also ich habe dann, ja, 3 Monate, 4, 5, lass es ein halbes Jahr gewesen sein, wo ich jetzt dann wieder meine Haare nicht schneide und einfach in Ruhe lasse. Aber dann habe ich es geschafft. Leute, ihr wisst nicht, wie stolz ich bin. Ich bin einfach fast durch. Also, wie gesagt, ich mache immer noch dieselben Sachen, die ich davor auch gesagt habe. Hair-Oiling und so weiter, bin ich am darauf achten, dass ich es halt regelmäßiger mache. Meine Clip-In-Extensions trage ich. Ich lasse meine Haare momentan gut in Ruhe, gerade auch durch den Haarausfall. Ich habe immer noch Haarausfall. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich weiß, für manche ist es super eklig, das jetzt von ein, zwei Mal kämmen. Ich weiß nicht. Also, für mich ist das keine normale Menge. Ich weiß, für manche Mäuse da draußen ist das eine normale Menge. Aber ihr müsst bedenken, ihr habt dann auch wahrscheinlich vollere Haare als ich. Das hier ist für mich schon echt viel. Ja, ich muss meine Haare noch messen, dass ich das noch eintragen kann, weil ich blende euch das ja auch immer ein. Leute, wir haben, das Jahr ist einfach fast rum. Ich kann es nicht glauben. Und ich bin fast bei meiner Wunschlänge angekommen. Ich habe einfach mein Ziel innerhalb von 2,5 Jahren komplett erreicht. Es ist heftig. So, wir sind bei. Oh, ich wünschte, ihr könntet das sehen. Wir befinden uns bei 39. Warte, ich habe das wirklich hier unter meinem Ohr. Wir befinden uns hier. 38,5. Ich weiß gar nicht, was ich letztes Mal aufgeschrieben habe. 37? Ja, 37. Wir befinden uns bei 38,5, fast 39 cm. Und meine Wunschlänge ist bei 44 cm. Oh mein Gott, Leute, mir fehlen einfach noch fast 5 cm. Okay, aber das ist jetzt nicht, dass ich bis dahin kommen muss, sondern ich werde wahrscheinlich wirklich so im März dann anfangen, mal regelmäßig 1 cm zu schneiden. Wenn mir 1 cm fehlt, macht das ja jetzt den Braten auch nicht fett, aber meine Haare sind so schön lang. Ich bin so proud. Also ich muss sagen, die Länge, die ich gerade habe, finde ich sehr schön. Gefällt mir wirklich richtig gut. Und wenn die jetzt noch voller werden, wenn mein Haarausfall endlich mal aufhört und meine Haartabletten und alles funktioniert, dann ist natürlich super, super. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich happy. Also gerade die Tönung momentan gefällt mir so krass gut, ne? Also, I love it. I love it, love it. Ja. So Leute, ich würde sagen, das war mein Haarupdate. Ich weiß nicht, was ich mehr sagen soll. Ich weiß, das Video war jetzt sehr kurz. Und es tut mir sehr leid. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir unten rein. Diesen Monat gab es wirklich sonst gar nichts, was ich anders gemacht habe. Außer, dass meine Seidenhaargummis dazu kamen und ich halt wirklich darauf achte, dass ich nur noch die trage. Ich flechte jeden Abend immer noch meine Haare oder mache halt diese Hitze, also ohne Hitze Frisur mit diesem einen Ding, was ich da habe. Und ja, ich mache auch mal Öl abends in die Längen. Meistens. Leute, das war nicht mein 10-minütiges Video, es tut mir so leid. Ich habe euch ganz doll lieb. Ich hoffe, ihr stellt mir irgendwelche Fragen oder so unten rein, dass ich die nächstes Mal ins Video mit aufnehmen kann. Und ich blende euch jetzt noch ein, wie ich das hier beschriftet habe. Und würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ja.